Adventskranz Exotica begrüßt euch ganz herzlich. Ich begrüße euch auch, ich bin die Anke Wohnsdorf und ich sage heute sorry, wenn das Wetter im Oktober so schön ist, dann kann ich nur mit so einem farbenfrohen Adventskranz daherkommen. Zuerst werden jetzt diese Pongpongs gemacht. Das ist der erste Schritt. Und das mache ich, also ich habe eine Reihe Pongpongs schon von dem letzten Jahr. Und ihr wisst ja, ich habe das immer gern, dass ich Sachen auch für mehrere Zwecke einsetze. Diese Farben und diese Größen hatte ich und die mache ich mit diesem Pongpong-Set. Ich gebe euch gleich auch im Anschluss an, wo ihr sowas erhalten könnt. Und es ist so, da sind in diesem Set meistens so 4 bis 5 verschiedene Größen an Formen. Und eine Form besteht also immer aus 4 Teilen. Das legt ihr mit A und B. Das verbindet ihr, diese Bogen zusammen. Den zweiten Teil auch mit A und B. Und dann wird das aneinander da habe ich was falsch gemacht. Moment. A und B. So. Und dann wird das hinterher so aneinander gemacht. Ihr habt also hier A, B und hier ist auch der A und B Bogen. Und das wird jetzt schön mit der Wolle umwickelt und dann hinterher so zusammengespannt und dann entsteht dieser Pongpong. So, jetzt habe ich hier schon mal bei dem Gelben angefangen. Ich will mir eine große weiße Pongpongkugel machen. Und es ist so, wenn ihr natürlich dicke Wolle nehmt, kriegt ihr eine richtig schöne, wuschelige Kugel. Und das mache ich. Also jede Seite, einmal dieser Bogen und dieser, wird mit der Wolle umwickelt. Die lege ich mir jetzt mal so, dass ich das schön umwickeln kann. Das lege ich mal weg, dass das nicht irritiert. So, also das so aneinander und dann mehrere Touren die Wolle drumherum wickeln. Immer gucken, dass die wirklich nur in dem Bogen ist, dass es nicht hier unten drüber geht. Also schön da drum und dann probiert ihr mal aus, ob ihr jetzt einen riesengroßen Kugel machen wollt. Ich würde mal sagen, also ihr macht mal so ein paar Runden da drum, dass das gut belegt ist. So, dann wird das an der Seite hier miteinander, könnt ihr das da rum bis zum nächsten Bogen und dann auch da umwickeln. Dann habt ihr da schön eine feste Seite und dann geht die Wickelei wieder weiter. So, jetzt wird das so zusammengeheftet und dann mit der Schere zwischen diesen Teilen durchgeschnitten. Das ist nämlich das Wunderbare. Hier zwischen kommt man wunderbar durch. Man muss das schön feste zusammen machen, umso besser ist das. So, jetzt haben wir das hier umwickelt. Jetzt nehme ich eine kleine Schere. Ich nehme da auch gerne diese Nagelschere und gehe hier, wenn ihr das seht, hier zwischen, wenn das richtig gut verbunden ist, dann kann man da mit der Nadel, mit der Schere schön entlang schneiden und quasi den
den Pompon schon mal in Form bringen. Guckt mal, seht ihr das? Wunderbar. Dann weiter dadurch. Also deswegen, ich muss sagen, seitdem ich das mit den Formen mache, möchte ich das gar nicht mehr anders machen. Erstmal hat man die Formen dann immer, jede Größe, x-beliebige, und kann die dann immer wieder verwenden. Also das ist ein gutes System, kann ich nur empfehlen. So, jetzt ist ja fast schon dieser Pompon da. Jetzt einen Faden. Ich nehme den Faden etwas doppelt und auch etwas länger. Und dann kann man durch diese Schablone in der Mitte da durchgehen und einmal das Ganze schön fest mit dem Faden verknoten, damit das hinterher nicht auseinanderfällt. Auch nochmal von der anderen Seite. Gut verknoten. Wunderbar. Vielleicht noch einen Knoten, dass das wirklich hält. So, jetzt können wir den erstmal lassen und können uns hier das aufmachen. Das sind so kleine Häkchen, die werden dann aufgemacht, rausgespannt so, das ist jetzt schon mal dieser Pompon und der hält auch gut. Und dann wird, damit das richtig schön in der Form ist, dann nehme ich auch eine größere Schere, dann werden die Ecken, die noch so ein bisschen rausstehen, abgeschnitten, auch der längere Faden. Und da könnt ihr dann sagen, da habt ihr die erste Kugel. Und ich werde mir jetzt auch noch im Anschluss ein paar kleinere machen. Das zeige ich euch auch. Und dann, wenn ihr überlegt, dann habt ihr schöne Wollreste. Man kann auch die Fäden, wenn ihr gar nicht mehr so viel Wolle von einer habt, kann man das ruhig auch zusammen. So, ich habe das mal bei hier einer gemacht. Da habe ich so zwei verschiedene Farben noch dazu mit reingearbeitet. Ist also auch möglich. So, und in dem Fall mache ich auch hier unten diese längeren Fäden und habe dann wieder eine Kugel. Thank you.
So, Pompons haben wir jetzt genug. Auch mit der Farbe bin ich ein bisschen noch mutiger gewesen. Ich habe noch verschiedene Farbtöne da reingearbeitet. Hier ist dieser dünnere Faden, der ja so oder so schon in sich Farbspiele hat. Also, klasse. Jetzt brauche ich nur noch meine Sterne. Und da würde ich sagen, Stück Filz oder auch diesen Fließstoff. Ich lege mir einen Stern, den ich hatte, schon drauf. Schneid mir diesen Stern einmal auf dem Vlies rund aus, drumherum. Dann kann ich nämlich hier von hier in diese Ecken so richtig schön reinschneiden. So, das ist also ein aufgelegtes Muster quasi. Man hat ja oft zu Hause so Sterne, Holzsterne. Da nimmt man sich dieses Grundmotiv. Und dann wird schön ausgeschnitten. Und da das ja Filz ist, braucht man auch wahrscheinlich gar nicht viel zu kleben. Das könnt ihr natürlich für euch entscheiden. Man kann die drauflegen und entweder mit einer kleinen Nadel fixieren oder auch mit ein bisschen Klebstoff. Wie ihr seht, habe ich in diesen Sternen auf diesen Stern einfach so ein kleiner Klebepunkt, ein Glitzerpunkt drauf gemacht. So, und das mache ich jetzt genauso bei dem Weißen. Einfach drauf, dann gibt das noch so einen kleinen, netten, funkelnden Punkt. So, und jetzt haben wir die Pompons, die Sterne. Und dann wäre jetzt schön, wenn wir ein Fell haben. Und dann können wir jetzt wunderbar arrangieren. Ich fange mal an und lege mal verschiedene Pompons. Ich bleibe jetzt mal in dieser bläulichen Farbe auf mein Fell, was rund ist. Von daher ja auch wunderbar diese Kranz- und Adventssache unterstützt. Von der Form her. Das wäre jetzt mal ganz, ich sage mal, verhältnismäßig dezent. Da würde ich jetzt innen drin eine Glasschale reinstellen. Muss mal ein bisschen geputzt werden. So ganz einfach eine Glasschale. Da eine Kerze rein. Und da kann man dann auch mal wieder noch ein bisschen sehen, ob man das jetzt enger an die Schale oder weiter. Also ich kann es mir ruhig auch noch ein bisschen dichter belegen. Und auch, dass diese Kugeln, diese Pompons jetzt nicht alle eine Größe haben, finde ich zum Beispiel gut. Jetzt hier Wolle und Filz. Bleibt schon mal wunderbar so liegen und durch den kleinen Glitzereffekt ein bisschen was und ich würde meinen nicht zu viel. Man braucht nicht immer in das so dick auftragen. Was ich auch gut finde, wenn jetzt diese Sterne noch so ein bisschen auch an die Seite gelegt werden, weil man ja doch so an dem Tisch sitzt und jetzt nicht nur von oben drauf guckt. Also dass der Beobachter von der Seite auch die Sterne sieht. So, das wäre jetzt eine Variante. Das ist immer so schön, wenn man das so richtig ausbalancieren kann. Und jetzt ist ja dieses Fell hier drunter. Also ich würde jetzt nicht da was draufkleben. Denn das, wenn man da jetzt nicht so, ich sag mal, Fußball mitspielt, dann verrutscht da auch nichts. Was jetzt auch noch denkbar ist, dass ihr auch von den Kerzen hier vielleicht immer in der ersten Adventswoche die eine Kerze, in der zweiten eine andere Farbe, da könnte man auch noch schön mit umgehen und noch eine neue Variante und noch einen neuen Akzent
reinsetzen. So, das ist also jetzt alles schön in diesen Blautönen. Jetzt wäre ich noch mal so mutig und würde einfach auch dieses Hellgrün noch mit einarbeiten. Wie wäre das denn? Könnt ihr euch das vorstellen? Also ich kann mir das schon vorstellen, weil ich mag sowas Frisches. Also das wäre jetzt das Grüne. Okay. Könnte man da sich auch vorstellen, vielleicht noch mit Gelb mit einzuarbeiten, dann könnte das so aussehen. Ja. Und dann auch wieder sehen, was sieht besser aus, was ist dezenter. Also ich wäre ja so frei und würde das hier bevorzugen. So, also das war jetzt mal das Beispiel und vielleicht könnt ihr das ja auch für euch umsetzen und habt genauso viel Spaß daran wie ich. Okay. Ich gehe davon aus, dass nicht jeder diese Kombination, diese Farbkombination mag. Aber Restwolle kann super schön daherkommen. Sucht euch das aus, was ihr mögt. Passendes Wohnambiente dazustellen. Und ich sag euch, es ist very günstig, very einfach. Und ich wünsche euch jetzt am Ende eine sehr schöne Gestaltungszeit. Ciao!